Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeilenlehrer.de und ich heiße euch herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtauschs, dem Podcast der Drums & Percussion und von Sticks.de. Los geht's! Für den Gearcheck der 38. Ausgabe des Schlagabtauschs mit Dirk Brandt und meiner Wenigkeit haben wir von dem dänischen Hersteller DPA ein Bassdrum-Mikrofon zur Verfügung gestellt bekommen, das 4055 Kickdrum-Mikrofon. Im Übrigen das erste Bassdrum-Mikrofon von DPA, welches auf der NAMM 2022 seine Weltpremiere hatte. Wer sich jetzt mit DPA nicht so vertraut fühlt, DPA Microphones blickt auf mehr als 6 Jahrzehnte Erfahrung im Design von Mikrofonen zurück. Die Geschichte begann in den 1950er Jahren, als das Vorgängerunternehmen Brühl & Kjær die ersten Präzisionsmessmikrofone entwickelte. 1992 haben sich dann zwei gewiefte Mitarbeiter zusammengetan und DPA gegründet, um aus den Messmikrofonen professionelle Audiomikrofone zu machen. Das neueste, wie schon gesagt, seit Juni 2022 auf dem Markt erhältliche Kondensatormikrofon aus der DPA-Schmiede ist das 4055 Kickdrum-Mikrofon, das sowohl fürs Studio als auch den Live-Einsatz gedacht ist. Das DPA 4055 stellt das traditionelle Konzept eines Bassdrum-Mikrofons etwas auf den Kopf, denn man erhält keinen vorgefertigten Sound mehr. Es geht vielmehr darum, das Sounddesign komplett selbst in die eigene Hände zu nehmen. DPA hat dazu dem 4055 einen linearen Frequenzgang gegeben, damit man den Klang nach eigenen Vorstellungen gestalten kann, egal ob in der Klassik, im Jazz, im Rock, im Metal oder in einem anderen Genre. Viele Bassdrum-Mikrofone sind ab Werk vor-EQ'd, also auf einen bestimmten Kickdrum-Sound zugeschnitten, anders das DPA 4055. Es soll eben dem Sounddesigner ermöglichen, genau den Sound zu kreieren, den er hören möchte, unabhängig von einem Musikgenre. Lass mich zunächst ein paar Facts zum 4055 Kickdrum-Mikrofon nennen. Wie die meisten anderen DPA-Mikrofone, so ist auch das 4055 ein vorpolarisiertes Kondensatormikrofon, was wiederum eine Besonderheit darstellt, denn üblicherweise sind Bassdrum-Mikrofone dynamisch. Kondensatormikrofone haben allgemein eine höhere Empfindlichkeit als dynamische Mikrofone, deshalb werden sie häufig für Sprachaufnahmen, Geigen, Gitarren oder Ähnliches und auch als Overheads fürs Schlagzeug verwendet. Vielleicht fragt jetzt der eine oder die andere, ob ein Kondensatormikrofon extreme Schalldruckpegel genau wie ein dynamisches Mikrofon bewältigen kann, und die Antwort lautet simpel: ja. Es kursiert landläufig ein Missverständnis, dass nur dynamische Mikrofone laute Schalldruckpegel bewältigen können, aber das entspricht tatsächlich nicht der Praxis. Ein ordentlich entwickeltes Kondensatormikrofon kann problemlos den Sound einer Bassdrum handhaben, auch wenn diese äußerst hart getreten wird. Ein Vorteil von Kondensatormikrofonen ist sogar eher, dass sie eine höhere Empfindlichkeit haben und daher eine detailliertere Aufnahme der Soundquelle abbilden können. Wenn ein Kondensatormikrofon nun so viele Vorteile gegenüber einem dynamischen Mikrofon aufweist, warum machen dann nicht alle Hersteller Kondensatormikrofone für die Bassdrum? Die Antwort darauf ist auch ziemlich simpel. Dynamische Mikrofone sind recht einfach aufgebaut im Gegensatz zu Kondensatormikrofonen. Daher sind diese recht preiswert in der Herstellung, ohne auf Kosten der Robustheit zu gehen. Das DPA 4055 Kickdrum-Mikrofon hat daneben weitere Besonderheiten. Obwohl die meisten Mikrofone, die für die Bassdrum verwendet werden, eine Nierencharakteristik aufweisen, hat das DPA 4055 eine sogenannte offene Nierencharakteristik. Dies ist eine spezielle Variante der Nierencharakteristik, bei der die Richtcharakteristik zwischen einer üblichen Niere und einer breiteren Niere liegt, welche erfahrungsgemäß bei guter Richtwirkung einen sehr natürlichen Klang erreicht. Ein sehr interessanter Ansatz. Wer wegen der offenen Nierencharakteristik etwas Bedenken wegen Rückkopplungsproblemen bekommt, DPA verspricht, dass in der Testphase keinerlei Rückkopplung aufgetreten sein. Das werde ich in diesem Gearcheck natürlich nicht überprüfen können. Der Frequenzgang des Mikros reicht von 20 Hz bis 20 kHz. Es hat einen Impedanzausgleich mit Active Drive. Der Grenzschalldruckpegel liegt bei 159 Dezibel. Ein Wert, den wahrscheinlich keine Schlagzeugerin oder kein Schlagzeuger je mit der Bassdrum erreichen werden. Um das DPA 4055 Kickdrum-Mikrofon verwenden zu können, benötigt man ein Audio-Interface oder einen Vorverstärker mit Phantompower. Die Form des 4055 ist relativ klein gehalten und es ist asymmetrisch konstruiert, sodass man es sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bassdrum
gut positionieren kann. Es wiegt 241 Gramm und hat eine Länge von ca. 13 cm. Der Durchmesser des Mikrofons ist etwas weniger als 6 cm. Die fest verbaute Kapsel hat einen Durchmesser von 1,7 cm. Das 4055 kommt in einem matten Schwarz, ist in einem großen, robusten Gehäuse untergebracht und direkt vor der Kapsel hinter dem Korb befindet sich ein winddämpfender Schaumstoff. Ein speziell konstruierter Schockmount schützt die Kapsel im Gehäuse, um Vibrationen von der Bühne zu unterbinden. Der Schockmount und die zusätzliche Winddämpfung sorgen dafür, dass das 4055 tatsächlich nur die gewünschte Schallquelle einfängt, die auch wirklich aufgenommen werden soll. Mit dem Mikro zusammen kommt die passende Halterung. Preislich liegen wir Stand Juni 2022 um die 630 Euro. In meinem Gearcheck werde ich das DPA 4055 Kickdrum Mikrofon an verschiedenen Stellen innerhalb als auch außerhalb der Bassdrum platzieren. Ich verwende eine 20x14 Zoll Pearl Masters Reserve Bassdrum mit einem klaren Evans E-Mate Bassdrum Fell an der Schlagseite. Das Resonanzfell ist noch werkseitig bezogen und hat unten rechts ein Loch. Alle Aufnahmen sind mit Ableton Live gemacht, sie sind ohne Nachbearbeitung, also ohne Equalizer, Kompressor oder sonstige Effekte, um den eigentlichen Klang des DPA 4055 einzufangen. Ich werde verschiedene Lautstärken spielen jeweils, um von der Performance des 4055 einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Starten wir mit dem Höreindruck. Das DPA 4055 Kickdrum Mikrofon ist zunächst klassisch platziert innerhalb der Bassdrum, ca. 16 cm vom Beater entfernt, ausgerichtet Richtung Beater. Wir bleiben innerhalb der Bassdrum, nun rücken wir das Mikro ca. 10 cm zurück, ausgerichtet Richtung Beater. Nun platziere ich das Mikro genau am Loch des Resonanzfelds. Die Kapsel ragt ca. 1 cm in die Bassdrum rein, gerade ausgerichtet. Das DPA 4055 ist folgend außen platziert, ca. 1 cm vor dem Loch des Resonanzfelds, gerade ausgerichtet.
Das DPA 4055 erneut außen platziert am Loch des Resonanzfelds, der Bass Amp nun aber schräg ausgerichtet. Der Kopf des Mikros zeigt ungefähr Richtung Beater. Durch die Schrägstellung ragt ein Teil der Kapsel in die Bassdrum. Nochmals außen platziert, zentral vor der Bassdrum in Höhe des Beaters und dessen Richtung. Wiederholt außen, tief vor der Bassdrum platziert, etwa 1 Meter vom Schlagzeug entfernt. Wieder außen, diesmal aber in Höhe der Snare Drum aufgestellt und auch auf diese ausgerichtet, circa 1 Meter vor dem Set. Da das DPA 4055 so kompakt ist, kann man es auch easy an der Seite des Schlagfelds positionieren, ohne die Knie, das Bassdrum-Pedal oder das Floor-Tom zu behindern. Ich habe das DPA mal in Höhe des Beaters platziert, rechts neben meinem rechten Bein. Die Kapsel zeigt Richtung Beater. Hören wir uns das DPA 4055 mit einer anderen Bassdrum an. Es handelt sich um eine 18 Zoll Pearl Decade Maple Bassdrum ohne Loch im Resonanzfell, jazzy gestimmt, platziert ca. 1 cm vor dem Resonanzfell, gerade ausgerichtet.
Wir hören das DPA 4055 nun zu guter Letzt einmal als Overhead-Mic direkt über der Snare-Drum, circa 1 Meter von der Snare-Drum entfernt. Kommen wir zu meinem Fazit. Das DPA 4055 Kickdrum Mikrofon ist ein Mikro, das alle Wünsche erfüllt. Hier in meinem Studio-Setting auf jeden Fall. Es ist hochwertig verarbeitet und es gibt diesbezüglich nichts zu beanstanden. Auch die kompakte Größe gefällt mir, ist ein Vorteil bei der Platzierung des Mikros in der Bassdrum oder bei Platzknappheit. Der große Benefit in meinen Augen ist die Vielseitigkeit dieses Mikros und die gelieferte hohe Qualität der Aufnahmen. Es kann in einer Fülle von Aufnahmeszenarien seine Anwendung finden und auch mit verschiedenen Instrumenten und in allen Musikstilen eingesetzt werden. Zugegeben, der Preis von um die 36 Euro ist im Vergleich zu anderen Bassdrum-Mikrofonen recht weit oben angesiedelt, aber das mitgelieferte Zubehör, sprich das stabile Gigbag, das Softcase sowie der Metallmikrofonclip können da etwas milde stimmen. Das war der Gearcheck des DPA 4055 Kickdrum Mikrofons. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Schaut auch unbedingt auf sticks.de vorbei. Dort könnt ihr den Podcast Schlagabtausch direkt hören und auch die vorhergehenden Episoden finden. Und ihr findet dort natürlich auch vieles weitere Wissenswerte aus der Schlagzeuger- und Percussion-Szene. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Timo.